Die Geschichte von Hänsel und Gretel. Bis heute gehört sie zu den beliebtesten Märchen der Brüder Grimm. Aber es ist kaum bekannt, dass hinter diesem Märchen reale Geschichte steckt. Die Geschichte erzählt, dass Hänsel und Gretel die Kinder eines Holzhackers sind. In der Grimmschen Sammlung gibt es über 200 Märchen. Rund 70 davon handeln von einem Holzhacker. Er ist der Inbegriff der Armen und Ärmsten. Lebensverhältnisse wie die von Hänsel und Gretel waren zur Zeit der Brüder Grimm nicht weit weg. Im 19. Jahrhundert kannten viele Mangel und Not. Man kann davon ausgehen, dass der Großteil der Gesellschaft in der Zeit, in dem das Märchen verortet ist, an der Armutsgrenze lebte. Oft in ganz großer Abhängigkeit von dem jeweiligen Bauern, von dem man ein kleines Stück Land vielleicht gepachtet hatte, der regelmäßig seinen Pachtzins wollte und auch keine Rücksicht darauf nahm, wenn eine Ernte nicht so gut ausfiel. Zu essen gab es nur, wenn etwas da war. Arbeiten, schlafen und sonntags vielleicht in die Kirche. Das war in ländlichen Regionen über viele Jahrhunderte gelebter Alltag. Und je mehr Kinder mit am Tisch saßen, desto größer war die Last für die Eltern. Andererseits waren Kinder aber auch ihr wichtigstes Kapital. Arbeitskräfte und Altersversorgung zugleich. Kinder waren einerseits notwendig, um eine Alterssicherung zu haben, die es zu der Zeit natürlich offiziell noch nicht gab. Man brauchte die Kinder später im Alter, wenn man selbst nicht mehr arbeiten konnte, für die Versorgung. Zum Zweiten kosteten Kinder natürlich auch, vor allen Dingen dann, wenn sie noch nicht wirklich mitarbeiten konnten, wenn sie noch zu klein waren. Im Märchen wird erzählt, dass der Holzhacker den letzten Kantenbrot an seine Kinder verteilt und düsteren Gedanken um die Zukunft der Familie nachhängt. Um der Armut zu entrinnen, hat seine Frau einen Plan geschmiedet. Doch was sie sich überlegt hat, ist so grausam, dass es nur der Vater allein hören soll. Das Märchen beginnt mit einem Schock. Hänsel und Gretel werden von ihren Eltern einfach im Wald ausgesetzt. Heute eine unmögliche Vorstellung. In der frühen Neuzeit jedoch nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil. Kinder wurden natürlich im 18. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert weggeschickt. Die wurden auch schon im Alter von 7, 8 Jahren weggeschickt. An andere Höfe, in andere Bauernfamilien, als Tagelöhner, als Dienstmädchen, als Auszubildende, würden wir heute sagen. Es gab sogar spezielle Märkte, auf denen Eltern ihre Kinder als Saisonarbeiter angeboten haben. In den Alpenländern und in Süddeutschland zogen viele Kinder allein los, um in der Fremde zu arbeiten. Meistens für einen Sommer, manchmal aber auch länger. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war diese Form von Kinderarbeit verbreitet. Wie sich die Kinder dabei fühlten, spielte keine Rolle. Auch das gehört zu der Wirklichkeit, aus der das Märchen Hänsel und Gretel kommt. Noch schlimmer waren die Folgen einer anderen historischen Wahrheit hinter dem Märchen. In Deutschland tobte zwischen 1618 und 1648 der Dreißigjährige Krieg. Er brachte Tod und Verderben, nicht nur auf dem Schlachtfeld. Millionen Menschen starben damals weit mehr an Hunger und Krankheit als durch den Krieg selbst. Überall gab es Flüchtlingselend und immer wieder Ansteckungswellen der Pest und anderer Infektionskrankheiten. Besonders schlimm traf es die Kinder. Die meisten waren krank und unterernährt. Hänsel und Gretel sind keine Individuen, die stehen für eine ganze riesige Gruppe von Kindern in der frühen Neuzeit, die von Krieg betroffen waren, die von Missernten betroffen waren, die von Feuersbrunsten betroffen waren, die von Diebstahl betroffen waren, von Plünderung. Die Vorstellung, dass Kinder da verschont geblieben wären, ist, glaube ich, irrig. Das Elend der Bevölkerung ist kaum zu beschreiben. Marodierende Soldaten zogen umher, stahlen alles lebende Vieh.
Wer sich wehrte, wurde einfach umgebracht. Niemand war seines Lebens sicher, in den Städten wie auf dem Land. Und immer wieder kam es zu massiven Teuerungen. Genauso wie im Märchen von Hänsel und Gretel. Ihr Schicksal, im Wald ausgesetzt zu werden, ist eng mit der damaligen Wirtschaftskrise verbunden. Wenn man sich den Text von Hänsel und Gretel anschaut, sieht man, dass irgendwann das Wort Teuerung auftaucht. Und dieses Wort scheint auf eine Kriegssituation zu verweisen. Im Krieg plündern große Verbände von Soldaten Gegenden und es kommt zu Nahrungsmittelknappheit und somit kommt es dann auch zur Teuerung. Als die Brüder Grimm das Märchen im 19. Jahrhundert aufgeschrieben haben, war die Erinnerung an den brutalen Krieg und seine Folgen noch lebendig. Vor allem an den quälenden Hunger. Im Märchen will die Hexe sogar Menschenfleisch essen, um ihren Hunger zu stillen. Sie steckt Hänsel in einen Käfig und Gretel muss ihn so lange mästen, bis er fett genug ist, damit die Alte ihn verspeisen kann. Selbst das grausige Motiv ist ein Echo auf die Lebenswirklichkeit zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In Zweibrücken wurde damals der Brief eines Hofbeamten öffentlich, in dem er das ganze Elend in der Stadt anprangerte. Propaganda gegen den Kriegsgegner, kein Zweifel. Aber das Schreiben enthält einen brisanten Hinweis auf eine alte Frau. Ein 5-jähriges Knäblein kam in das Häuschen der Frau. Sie lockte ihn hinaus. Als sie aber bis an eine Quelle vorgegangen war, traf sie den Knaben mit einem eisernen Hobel auf den Kopf und schleppte den getöteten Knaben in den Wald. Sie zerlegte den Körper in mehrere Teile, kochte diese am Feuer und verschlang das ekle Mahl mit sündhaftem Munde. Solche Gräuelgeschichten hört die Bevölkerung natürlich gerne. Das ist ja schauerlich, ja, und Schauergeschichten hört die Bevölkerung gerne. Aber ich glaube, es ist ein wahrer Inhalt dahinter. Die Not der Menschen war in dieser Zeit so groß, es war einfach nichts mehr zu essen da, dass man auf solche Frevel verfallen ist. Ob derartige Fälle passiert sind, ist nicht mehr nachzuprüfen. Aber schon die Urangst der Menschen reichte aus, um Geschichten von Kannibalismus glaubhaft zu machen. Und vielleicht sind sie die Vorlage für Hänsel und Gretel. Die Hexe im Märchen gilt als Inbegriff des Bösen. Die Vorstellung beruht auf einem absurden Volksglauben und einer weiteren historischen Wahrheit. In Deutschland wurden unschuldige Frauen als Hexen verfolgt und verfemt. Ihr seid der Zauberei angeklagt. Mehr als 200 Jahre dauerte die Hexenverfolgung. Etwa 50.000 Menschen in ganz Europa fielen ihr zum Opfer. Die meisten waren Frauen. Besonders die Kirche bekämpfte alles, was sie für Aberglauben und Zauberei hielt. Sie überließ nichts dem Zufall. Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Am Ende des Mittelalters erschien das Buch, auf das sich die Hexenverfolgung maßgeblich stützte. Der Hexenhammer ist quasi ein Anleitungsbuch gewesen für alle Hexenjäger Europas. So hat man sich dran zu halten, so und nicht anders. Und wenn man bedenkt, 1487 zur Zeit des Buchdruckes erscheint dann eben so ein Buch, wirklich zum Hexen, ja, zerschmettern, zerstören, vernichten. Die alte Burg Penzlin in Mecklenburg zeugt von der systematischen Hexenjagd in der Region. Im Keller der Anlage liegt die Folterkammer. Sie wurde Anfang des 16. Jahrhunderts eingerichtet. Der Ablauf der Folterungen entsprach genau den Vorgaben, wie sie im Hexenhammer ausführlich beschrieben sind. Wir befinden uns jetzt hier vor der Daumenschraube, vor dem ersten Foltergrad. Der Daumen der Angeklagten musste in diese Öffnung gesteckt werden. Und dann wurde gefragt, bist du eine Hexe? Kannst du Hexen fliegen, zaubern? Hast du einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Ja, nein, ich weiß nicht. Nicht nur die Daumen.
Auch Beine und andere Körperteile der Verdächtigen wurden mit Folterwerkzeugen malträtiert. Der Erfindungsreichtum kannte keine Grenzen, wenn es darum ging, die Frauen so lange zu quälen, bis sie gestanden. Erst 1782 wurde die letzte vermeintliche Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber die Vorstellung von der bösen Hexe lebt im Märchen der Brüder Grimm weiter. Neben der Hexe ist auch die Stiefmutter im Märchen negativ besetzt. Sie gilt als böse und hartherzig. Stimmt da denn wenigstens das Klischee? Die Frage, ob eine Mutter lieblos sein darf, lag den Brüdern Grimm offensichtlich schwer im Magen, als sie Hänsel und Gretel für den Druck vorbereitet haben. Ursprünglich war es die Mutter von Hänsel und Gretel, die ihre Kinder loswerden will. In der vierten Auflage der Sammlung ändern die Brüder das und machen aus der Mutter eine Stiefmutter. Vermutlich, weil zur Zeit der Grimms im Biedermeier eine strenge Moralvorstellung von der idealen Familie entstand. Leibliche Mütter konnten nicht lieblos sein. Das wollten die Grimms ihren Lesern nicht zumuten. Nur eine Stiefmutter kann bösartig und hinterhältig handeln und ihre Kinder allein im Wald aussetzen. So einfach und übersichtlich ist die Welt der Märchen geordnet. Die Botschaft ist klar: Gut gegen Böse. Viele Stiefmütter leiden noch heute unter Vorurteilen. Dabei war ihre Rolle damals eine sehr wichtige. Die Stiefmutter in den bäuerlichen Schichten ist eine richtige soziale Einrichtung. So ist völlig klar, jeder Mann, aber auch jede Frau heiraten ungefähr innerhalb eines Jahres wieder, wenn die ersten Partner gestorben sein sollten. Und die erfüllen soziale Dienste, soziale Zwecke. Also nicht nur, dass sie auch Kinder bekommen und die Erblinie für sich selber sichern, sondern sie sorgen auch dafür, dass die bereits vorhandenen Kinder groß werden. Sie sorgen dafür, dass die Arbeit weitergehen kann. Sie sorgen dafür, dass das Haus versorgt ist. Über Jahrhunderte bildeten Familien keine heile Welt, sondern Überlebensgemeinschaften. Wenn nötig, auch mit Stiefmüttern. Romantische Gefühle hatten da kaum Platz. Hänsel und Gretel, ein Märchen voller Dramatik und mit einem wahren Kern. Welche historische Wahrheit hat euch überrascht? Schreibt es uns unten in die Kommentare.